Seit Anfang April gibt es die Möglichkeit, ein Kontextmenü für den View-Provider zu integrieren, und da hat man eine ganze Menge Möglichkeit, seine eigenen Objekte besser gestalten zu können. Das ist also das Beispiel dazu. Man sieht, wie man die einzuhängen hat, indem man eine Aktion definiert und die über Action Triggered Connect mit einem Eintrag verbindet. Ich habe da jetzt mal was gemacht, und zwar eine Hierarchie von Koordinatensystemen. Die braucht man, wenn man zum Beispiel Roboter nachbauen möchte. So, die Objekte gibt es schon mal hier. Und jetzt ist es so, dass ich hier zwei Einträge habe. Einmal einfach eine Mitteilung. Und die zweite ist ein Dialog, mit der ich was einstellen kann. Und zwar kann ich hier aus einer Liste von Objekten welche auswählen und kann die entfernen, und ich kann Objekte in diese Liste hinzufügen. Schauen wir uns erstmal die Struktur an. Wir haben hier zwei Koordinatensysteme. Das eine heißt Koordinatensystem, das andere heißt K2. Und diese Koordinatensysteme sind mit einzelnen Objekten hier verbunden. Das Koordinatensystem beaufsichtigt also den braunen Würfel und die Kugel, und das Koordinatensystem K2 beaufsichtigt das Koordinatensystem und die einzelne Linie und hat als Datenquelle das UFO, das jetzt die türkise Farbe hat. Schauen wir uns erstmal, was das bedeutet. Also wenn ich dieses Objekt hier hernehme und das drehe, dann bewegen sich die anderen drei Objekte mit. Dabei wird die Linie direkt von diesem K2 gesteuert und die anderen beiden Sachen eben die Kugel und der braune Quader. Die kommen über dieses Koordinatensystem dazu. So, was kann ich jetzt machen? Ich könnte jetzt sagen, ich möchte gern, dass der gelbe Würfel jetzt auch noch von diesem Koordinatensystem hier betreut wird. Also gehe ich da ins Kontextmenü rein und sage, ich möchte den gelben Cube hier mit hinzunehmen. Und wenn ich jetzt das weiter ausprobiere und ich ändere jetzt den Winkel, dann dreht sich jetzt der gelbe Quader hier mit. Jetzt machen wir es mal so, dass wir ein neues Koordinatensystem hinzufügen. So, jetzt ist es vorhanden, und jetzt kann ich hierher gehen und kann sagen, ich möchte bei diesem Koordinatensystem K3 jetzt von mir aus mal das grüne UFO zuordnen. So, und jetzt kann ich hier den Winkel ändern. Das Koordinatensystem liegt zunächst erstmal dort, wo auch das globale Koordinatensystem liegt, und wenn ich jetzt den Drehwinkel ändere, wird dieses grüne UFO um den Koordinatenursprung verschoben. Und hier hängt es unter diesem K3 drunter. Jetzt kann ich dieses K3 an das Koordinatensystem hier ranhängen, indem ich dann hergehe und sage Koordinatensystem Ordner K3 hier mit zu, und dann hängt es hier unten drin. Das heißt, wenn jetzt das Koordinatensystem ändert, wird K3 mitgeändert und das UFO wird hier mitgeändert. Das schauen wir uns auch mal an.
Also Koordinatensystem haben wir hier. Ich ändere von dem jetzt mal den Winkel. Und da sieht man, dass jetzt dieses Koordinatensystem das Untersystem mitändert. Und wenn ich K3 ändere, dann ändert sich nur dieser Teil. Und ist natürlich klar, wenn ich jetzt K2 oder die Quelle für K2 ändere, dann bewegen die sich alle mit. So, auf die Weise kann man jetzt eine ganze Hierarchie von Koordinatensystemen erstellen. Ich erzeuge also meinen Finger, eine Hand und einen Arm. Und dann geht es jetzt daher mal los. Das, was auch beim Finger hängen wir jetzt mal ran. Einfach mal das rote UFO. Bei der Hand suchen wir, da muss dazu der Finger. Und es muss dazu, was sieht aus wie ein Finger. Einfach mal den Konus. So, und dann haben wir den Arm. Beim Arm muss die Hand rein. Und wir nehmen den pinkfarbenen Würfel. Und dann sollen wir den Armen hängen wir jetzt noch ans unser Koordinatensystem ran. So, und jetzt kann man sich die ganze Hierarchie mal anschauen. Also wir haben jetzt hier K2, dann das Koordinatensystem, dann hängt der Arm dran mit dem Körper. Die Hand hängt dran mit dem zweiten Körper und der Finger hängt hier unten dran mit einem dritten Körper. Und jetzt können wir das Koordinatensystem bewegen. Dann können wir den Arm bewegen. Da bewegen sich jetzt nur noch drei Teile, nämlich Arm, Hand und Finger. Wenn ich die Hand bewege, bewegen sich nur noch zwei Teile und jetzt bewegt sich nur noch der Finger und natürlich könnte ich jetzt hier gehen und könnte so und der Finger, der ist doch eigentlich auch an einer etwas anderen Stelle positioniert und dann kann ich wieder den Finger bewegen über das Koordinatensystem. Und so weiter.